Hey meine Lieben, ein neues Video von mir für euch und es geht um Julian Zietlow und vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf die Dinge, auf das Leben, auch vielleicht auch seine Motivation, genau das getan zu haben, was er eben nun mal getan hat, auszubrechen. Es gibt eine Aussage von ihm in einem Interview mit einem T-Online-Reporter, die ich schon ein bisschen anders sehe. Aber sonst muss ich sagen, müssen wir auch hier mal vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge bekommen. Denn es ist so, dass ich hier jetzt kein Video machen möchte, wo ich wirklich so richtig Hate auf ihn spreade, wie das ein Großteil einfach tut. Weil ich möchte mich hier nicht als moralische Instanz oder ethische Instanz aufspielen, sondern vielleicht auch mal den Blickwinkel für etwas anderes öffnen und werde das auch in dem Video mit psychologischen Fakten begründen und natürlich auch mit einer gewissen spirituellen Sichtweise. Also ich hoffe, euch gefällt der Beitrag und ja, wenn ihr nichts mehr hier verpassen wollt, lasst direkt und jetzt sofort und gleich ein Abo mit Glocke da und los geht's mit dem Video. Um euch erstmal einen Überblick über die ganze Story zu geben, habe ich einen Beitrag gefunden bei Gala TV am Wochenende. Und da schauen wir einmal rein. Ich kommentiere da ein bisschen was dazu. Aber so, dass ihr erstmal nochmal in dieser Story drin seid. Und Julian ist mittlerweile zurück in Deutschland. Und ja, das schauen wir uns jetzt alles mal an. Wie viel Demütigung kann ein Mensch aushalten? Influencerin Alina Schulte-Imhoff muss sich jeden Tag bei Instagram anschauen, wie der Vater ihrer Kinder sein neues Leben zelebriert. Er zelebriert also sein neues Leben, was ja schon mal impliziert, dass hier eine Trennung vorausgegangen ist. Ja? Also es scheint ja nicht so zu sein und das hat er auch in einem aktuellen kurzen Interview, was wir gesehen haben bei RTL, gesagt, dass er eben schon getrennt war oder eben zumindest über diese Trennung gesprochen worden ist. Also diese Täter-Opfer-Geschichte finde ich immer ein bisschen schwierig, aber gut, wir schauen jetzt uns den Beitrag einmal an. Thailand, in einer Sekte und mit einer anderen Frau. Wir wissen, wie Alina mit den wirklich verstörenden Bildern und Videos umgeht. Diese Bilder, diese Provokation, dieses ständige "Schaut mal, wie gut es mir geht, wie ich mein Leben lebe." Wir können nur erahnen, was das in Alina Schulte-Imhoff auslöst. Okay, das könnt ihr jetzt erahnen, okay, aber ihr wisst es nicht. Das ist also auch hier ist es lediglich ein Erahnen. Und dass wir von Influencern Bilder gewohnt sind, die uns ein Leben vorführen, was wir irgendwie alle nicht so haben, ist ja auch bisher erstmal was ganz Normales. Ihren Ex, den Vater ihrer Kinder, so zu sehen. Wie hält sie das aus? Wie konnte es so weit kommen? Man hat aber auf Social Media nie was dazu gesehen. Doch angeblich gab es in der... Also Christian Wolf da reinzubringen, der ja nun auch den ein oder anderen Skandal hat, ja? Also Christian Wolf würde ich persönlich mit einem wesentlich größeren Fragezeichen versehen als Julian Zietlow. Ehe schon länger Probleme. Jahrelang gelten Julian Zietlow und seine Frau Alina Schulte-Imhoff als Traumpaar der Fitnessszene. Mit ihrem Fitnessprogramm verdienen sie viel Geld. Hunderttausende, auch Promis sind Kunden. Privat sind die beiden 18 Jahre ein Paar, haben zwei kleine Kinder, die sie öffentlich nicht zeigen. Eine Bilderbuchfamilie? Offenbar nicht. Denn gut geht es Julian Zietlow nicht. Er sei schon lange unglücklich, sagt er 2020 und beginnt Drogen zu nehmen. Spricht über Pilze, LSD und Ayahuasca, ein Getränk aus Pflanzen, das Halluzinationen auslöst. So, das sind schamanische Zeremonien. Die gibt es geführt in Holland, die gibt es auch geführt hier. Und er hat also experimentiert seit 2020, aber war an einem Punkt, an dem er das Leben, was er hatte, nicht mehr gefühlt hat. Und nach 18 Jahren auch ja, die Partnerschaft vielleicht nicht mehr so zu fühlen, das mag doch auch ganz legitim sein, würde ich mal sagen. Heute ist klar, welches Ausmaß das alles angenommen hat.
Julian Zietlow ist seit Monaten in Thailand, im Nordwesten von Koh Phangan. Ohne seine Familie, ohne Alina. Dafür mit einer neuen Frau an seiner Seite. Kate, seine spirituelle Ehefrau. So, also seine spirituelle Ehefrau, wie er es jetzt eben hier nennt. Und da ist es so, ich glaube, dass auch hier eine neue Liebe durchaus legitim ist. Das ist erstmal das, egal wie jetzt es drumherum ist. Wir brechen es einfach mal ein bisschen runter und gehen nachher mal auf ein paar Fakten dazu genauer ein. Sex, Drogen, Party und seltsame Sektenzeremonien. Julians. Also seltsame Sektenzeremonien. Bisher habe ich da spirituell angehauchte Geschichten gesehen. Das Ganze geht in Richtung ultimatives Bewusstsein. Das Ganze geht auf eine Bewusstseinsöffnung hin, auf eine losgelöste Persönlichkeit, losgelöst von Konventionen, Dingen, einem Alltag, den wir uns ja auch jeden Tag stellen müssen. Und ich glaube, dass dieser Ansatz schon ganz gut ist, vielleicht auch mal eine Zeit losgelöst zu sein. Ich kann es nicht, ich muss jeden Tag hier was machen. Zietlow teilt alles. Willst du mit mir Drogen nehmen? Ja. Auch bei OnlyFans bieten Julian und Kate jetzt ihre Liebe, Freiheit und Sex an. Okay, auch legitim. Ich meine, wie viele Leute, wir haben eine Doku auf RTL gehabt zum Thema OnlyFans mit 4 Folgen. Also ist das 2023 etwas Verwerfliches? Wenn er Lust dazu hat, das zu zeigen, dass er jetzt eine offene Sexualität lebt. Er sagt selber in einem Interview, dass er sich am Anfang geschämt hatte, selbst vor seiner Frau nackt zu sein. Und dass er für ihn sozusagen eine ganz große Barriere gewesen ist, die er jetzt niedergerissen hat. Also, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Knapp $50 im Monat. Eine Demütigung für seine Familie zu Hause. Und okay, eine Demütigung für sie. Das wissen wir jetzt aber auch nicht, ob sie sich da jetzt so gedemütigt fühlt. Wir wissen auch nicht, ob es bei Alina bereits jemand anderen gibt. Also, wir wissen von ihr im Grunde gar nichts. Eine komplette Verwandlung. Vom erfolgreichen Familienvater zu einem Mann, dem seine Familie egal zu sein scheint. Das glaube ich eben nicht, dass die Familie egal ist. Das glaube ich ihm nicht. Ich glaube auch nicht, dass ihm die Kinder egal sind. So schätze ich ihn vom Typ her überhaupt nicht ein. Und er ist eine Waage. Und da hat er schon auch den Familiensinn. Und ich glaube auch, dass er so viel Verantwortungsbewusstsein hat, nicht auf einem LSD-Trip auf die Idee zu kommen, mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Also so viel Verantwortungsbewusstsein traue ich ihm zu. Dass er natürlich sagt in einem Interview, Kinder müssen auch durch ein Traumata gehen. Ja, es gehen sie aber meist unfreiwillig. Und man muss so etwas natürlich auch nicht provozieren. Und das ist eine Aussage, die ich nicht gut finde. Sonst muss ich sagen, bin ich eher so, dass ich vieles bei ihm verstehe und auch gleich begründen kann im Anstoß. Hier, Christian Wolf nochmal. Also, dass man ihn jetzt dazu holt, was zum einen die Konkurrenzfirma ist und zweitens, wo es so viele unseriöse Gewinnspiele gab und so viel Kritik an Christian Wolf, finde ich, also das ist eigentlich ein kompletter Affront. Wir sprechen an diesem Wochenende mit Christian Wolf, Gründer von More Nutrition, einer Nahrungsergänzungsmittelfirma. Der größte Konkurrent von Julian und Alinas Firma. Er sagt, es gab schon lange Probleme in der Ehe. So wie ich die beiden kennengelernt habe über die letzten Jahre, war es immer zu sagen, hey, wir spielen einfach, dass alles gut ist und hoffen, dass es so bleibt. Denn auch schon vor der Zeit, wo Julian abgedriftet ist, hat man ja gehört, dass es der Firma nicht mehr so gut geht. Man hat aber auf Social. Okay, das ist jetzt, hat man gehört. Also es ist alles Hören sagen, das wissen wir nicht. Dafür müssten wir jetzt die Bilanzen sehen, und um das ganz genau zu analysieren. Aber ich bin kein Finanzexperte, ich kann es nicht. Vielleicht kann es jemand von euch und teilt es mir gerne mit. Übrigens, lasst gleich mal hier ein Abo mit Glocke da und gebt dem Video mal ein Like. Denn das ist ja eine Wertschätzung auch meiner Arbeit, die ich für euch mache und die ich sehr gerne mache. Und deswegen würde mich das natürlich freuen. Christian Wolf meint also hier ganz viel zu wissen, denn er profitiert ja jetzt davon, dass durch Julian Zietlow vielleicht das Image seiner Firma Rocker etwas angeknackst ist
und hier jetzt die Leute vielleicht eher von Rocker auf More Nutrition umsteigen. Also so nehme ich das wahr. Er sieht es als Chance, jetzt auf die Überholspur zu gehen. Social Media hat nie was dazu gesehen. Also man hat immer gehört, oh, wir sind die krassesten, wir sind die tollsten. Alina Schulte-Imhoff hält sich mit öffentlichen Äußerungen zurück. Kein böses Wort über ihren Noch-Ehemann. Nur einmal spricht sie mit ihren Followern direkt über ihren Ex. Mir geht es nicht schlecht. Ich möchte dazu zu der ganzen Situation auch wenig sagen, weil ich bin dankbar für so viele, wahnsinnig viele tausende Nachrichten und unter den Posting-Kommentaren, aber ihr braucht kein Mitleid haben. Trotzdem fragen sich ihre Follower, wie kann Alina nicht mehr dazu sagen? Ist vielleicht alles inszeniert? Ein Vorwurf, den die 36-Jährige zurückweist. Die Wahrheit ist, wir sind getrennt und es gibt keine Marketingaktion, okay, das wurde ihnen auch vorgeworfen. Das glaube ich ihm auch, weil ich finde, dass ich ihn, und ich habe mir diesen ganzen Instagram-Content bei ihm angeguckt, also auch diese Wandlung, ich nehme ihn als sehr weltoffen wahr, ich nehme ihn auch als loyal wahr, ich glaube, ich spüre auch bei ihm, dass er das mit den Kindern gut regeln will. Das hat er auch übrigens in einem Reel mal gesagt, wenn es eine Trennung gibt, lass die Kinder aus dem Spiel. Und ich glaube, dass er nach dem Prinzip auch so verfahren wird. Er hat sich pro der LGBTQ-Community gegenüber gezeigt. Er hat offen über sein Spiritual Awakening gesprochen. Auf das komme ich aber nach diesem Beitrag noch ganz genau. Wahrheit ist, wir sind getrennt und es ist keine Marketingaktion. Psychologin Isabella Eftimio glaubt, dass die ganze Situation für Alina wie ein Schock sein muss, ein Trauma. Sie muss halt doppelt stark sein, wenn er gerade nicht verfügbar ist und da auf so einem eigenen Trip ist, einem Ego-Trip, muss sie halt die Starke sein, ne? Muss sie die Stabilität bieten den Kindern. Ich glaube, das kann sie auch ganz gut den Kindern, die Stabilität und den Halt bieten. Wahrscheinlich nicht irgendwie alles so ausleben, wie sie es eigentlich wollen würde, weil die Kinder dann noch mehr darunter leiden würden. Und so versucht Alina vermutlich ihr Bestes, ihre Kinder so gut es geht zu schützen. Ganz egal, wie viel Kraft sie das gerade kostet. Julian Zietlow dagegen hat angekündigt, morgen nach Berlin zu fliegen. Zu seiner Familie? Wir wissen es nicht. Nur, dass seine neue, spirituelle Ehefrau mit dabei sein soll. Also das wissen wir jetzt schon, dass sie natürlich nicht dabei ist. Das wissen wir schon, denn die ist in Thailand geblieben. Ich glaube, dass es ein Visum-Thema gab oder so. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt ein paar Sachen erstmal erklären, die vielleicht in der Theorie ein bisschen schwer wiegen zuerst, aber uns auch einen anderen Blickwinkel auf dieses Ganze geben. Und ich möchte hier schlicht und ergreifend keinen Hass schüren, sondern euch auch mal öffnen für eine andere Sichtweise. Ich füge jetzt hier nochmal ein ganz aktuelles Video dazu, Leute, was heute bei Punkt 12 war. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Ich schaue es auch das erste Mal jetzt mit euch. 1 Uhr, willkommen zurück. Seit Wochen gibt es ja besorgniserregende Schlagzeilen um Julian Zietlow. Warum ist das besorgniserregend? Ihr macht es besorgniserregend bisher. Also ich finde, dass er er agiert einfach anders und sehr provokant. Aber gut. Roberta. Er soll in Thailand einem Alien-Kult verfallen sein und Drogen nehmen. Alien-Kult, jetzt ist es schon ein Alien-Kult. Ich habe davon gar nichts in den Stories mitbekommen. Jetzt ist der ehemalige Fitness-Influencer zurück in Berlin und sagt, meine Kinder, die werden später mal sagen, Papa, das ist das Mutigste, was du je gemacht hast. Und wir haben seine spirituelle Ehefrau Kate in Thailand gefunden. Die 25-Jährige spricht von der wahren Liebe. Wie ihre gemeinsamen Pläne jetzt aussehen, das haben wir natürlich alles gefragt. Unser RTL-Reporter Philipp Serfontaine ist auf der thailändischen Insel Koh Phangan. Hier trifft er vor wenigen Stunden Kate, Julians neue Freundin. Er ist die Liebe meines Lebens. Vor 5 Monaten lernt die 25-Jährige den Influencer hier im Fitnessstudio kennen. Seit einem Monat sind sie jetzt offiziell zusammen. Ein schlechtes Gewissen gegenüber Julians Frau. Also, das ist schon mal ganz interessant, weil das Interview, auf das habe ich eigentlich gewartet. Hat Kate nicht. Sie sind nicht mehr zusammen und er hat sich für mich entschieden und ist glücklich. Natürlich respektiere ich seine Frau, aber es ist seine Wahl und er hat sie getroffen. Julian Zietlow soll zwischenzeitlich den Bashar-Kult verlassen. Okay, also das finde ich schon mal, das ist auch richtig, wenn die nicht mehr zusammen sind,
oder waren auch zu dem Zeitpunkt, dann ist es ja erstmal auch alles legitim. Wie er es natürlich darstellt, ist natürlich nochmal etwas, was vielen Leuten halt nicht passt. Verfallen sein, einer sektenähnlichen Gruppierung, die mit verschiedenen Drogen bewusstseinserweiternde Rituale durchführt. Und auch Kate ist den Substanzen nicht abgeneigt. In dieser Villa haben die beiden die letzten Wochen gemeinsam verbracht und Videos wie dieses hier gedreht. Willst du mit mir Drogen nehmen? Yeah, we're doing psychedelics. Wir haben ab und an psychedelische Substanzen genommen, aber keine harten Drogen. Ich habe schon vorher mit Ayahuasca Erfahrung gehabt, habe auch Pilze genommen. Aber wie gesagt, ich sehe nicht aus wie ein Junkie und nehme auch keine Drogen. So, und das würde man jetzt auch wirklich sehen. Also zum Beispiel Crystal Meth oder so, das sieht man ja richtig krass dann auch im Gesicht. Also es ging jetzt hier um Ayahuasca-Zeremonien oder psychedelische Pilze oder ähnliches. Also da kann vielleicht auch LSD. Das sind Dinge, von denen kann ich mich auch nicht frei machen. Drug person. Aber auch diese Substanzen können schnell zur Einstiegsdroge werden und sind gefährlich. Kurz vor unserem Interview landet Julian Zietlow am Berliner Flughafen und meldet sich per Videocall. Baby, say hello to German television. Wir haben uns so angezogen, wir haben eine Anziehung gespürt, die ich noch nie auf dieser Welt erlebt habe. Das ist wunderschön, denn das bin ich. Und wenn man das auf die Drogen schiebt, ist wegen den Drogen so geworden, so what? Das sehen nicht nur seine Kritiker anders, denn auch die vermeintlich harmlosen Substanzen können schnell abhängig machen. Doch hier geht okay, jetzt starten wir hier aber eine Grundsatzdiskussion, wo Deutschland gerade versucht, Marihuana zu legalisieren. Okay, ist da jetzt eine Grundsatzdiskussion über weiche und harte Drogen wieder da? Sorry, da bin ich raus. Das ist jedem tatsächlich echt selber überlassen. Geht es jetzt für den 38-Jährigen weiter? Vor seiner Thailandreise war er 18 Jahre lang mit seiner Frau Alina Schulte im Hof zusammen. Gemeinsam haben sie eine erfolgreiche Fitnessmarke aufgebaut, wurden zu Stars der Branche und haben zwei Töchter. Die kleinste ist nicht einmal 2 Jahre alt. Über die Beziehung zu seinen Kindern sagt Julian gestern: Meine Kinder werden später mal sagen, Papa, das war das Mutigste, was je jemand gemacht hat. Und du zeigst uns, dass man für die Liebe um die Welt reist. Ob Julian mit seiner Vermutung... Okay, du zeigst uns, dass du für die Liebe um die Welt reist. Das klingt sehr spirituell. Das ist vielleicht auch jetzt sein Way of Life und seine Sichtweise. Die kann man akzeptieren, muss man nicht, natürlich. Aber... ich finde, dass er in Liebe und Freude spricht. Das sehe ich da drin. Recht hat Psychologe Dr. Baumeier widerspricht. Wenn Eltern einem Ego-Trip folgen, ja, dann wirft das kein gutes Licht auf die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Zumindest. Okay, also es wirft kein gutes Licht darauf. Ihr merkt, da bin ich jetzt schon wieder etwas angefasster, denn ich muss hier sagen, wie viele Trennungen gibt es, wie viele Männer lassen ihre Kinder komplett im Stich, wie viele Frauen lassen auch ihre Kinder im Stich. Also das ist ja alles erstmal hier kein Einzelfall und eine Trennung nach fast 20 Jahren auch kein Einzelfall. Erinnern wir uns mal ganz kurz an Iris und Peter Klein zurück, die ja auch 20 Jahre zusammen waren. Also... und dass man sich auseinanderleben kann und Kinder sind kein Ehekit und das, glaube ich, werden viele vielleicht auch nachempfinden können, dass das wirklich so ist. Es ist leider so, ich bin auch ein Scheidungskind und muss aber sagen, ich habe, glaube ich, nicht so groß darunter gelitten unter der Trennung. Ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Stiefpapa, mein leiblicher Papa lebt ja nicht mehr, aber hatte auch da ein super Verhältnis, also... so aus meiner Erfahrung her war es okay. Und ich war 3, als sich meine Eltern getrennt haben. Also, so what? Es passiert. Kate versteht ihren Julian, denn auch sie hat einen kleinen Sohn, der sogar während der Zeremonien in der Villa war. Eine Nanny hat auf ihn aufgepasst. Die Beziehung zum Kindsvater beendete die 25-Jährige, als sie Julian kennenlernte. In die Zukunft blickt sie nun nur noch mit ihrer großen Liebe.
Der Plan ist, Julians alte Identität auszulöschen, denn es passt nicht mehr zu seinem neuen Ich. Er hat sich weiterentwickelt und ist nun ein ganz anderer Mensch. Und dieses neue Ich wollen wir nun zeigen. Zu sehen bekommen die Fans den neuen Julian jetzt bei OnlyFans. Natürlich an seiner Seite Kate. Sobald die Russin ein Visum für Deutschland hat, will sie zu Julian nach Berlin reisen. Nach 2 Monaten Europa soll es dann aber wieder nach Thailand gehen, ihrem neuen Zuhause. Okay. Das war der Bericht jetzt hierzu. Ja, dann ist es eben der Plan. Und was hier passieren kann, erkläre ich jetzt mal aus einer psychologischen Sicht und dann aus einer spirituellen Sicht. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich erkläre euch jetzt erstmal hier in dem Teil nochmals kurz zumindest die Maslow'sche Pyramide, denn die ist wichtig für unser aller Leben, dass wir die kennen. Also die hat der Psychologe Maslow in den 60er Jahren aufgestellt und da fangen wir an bei den Grund- und Existenzbedürfnissen unten. Das ist alles, was zum Erhalt des Lebens erforderlich ist. Atmung, Wasser, Sex natürlich auch, Nahrung, Schlaf und so weiter. Aber natürlich auch Mineralstoffe, Vitamine, also alles, was den Körper reguliert, das ist da alles praktisch inkludiert in diesen Grundbedürfnissen. Erst wenn die erfüllt sind, können wir auf die nächste Stufe gehen. Das sind die Sicherheitsbedürfnisse, also körperliche, aber auch seelische Sicherheit. Ja? Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Gesundheit, Familie, und das Versicherungen natürlich auch, Absicherungen, das ist das. Dann, wenn das erfüllt ist, kommen wir auf die Stufe der sozialen Bedürfnisse. Und das sind die ganzen sozialen Beziehungen, die wir haben. Und natürlich auch die Liebe, die da ist. So. Also die kann erst kommen, wenn unsere seelische, körperliche Sicherheit da ist und wenn wir genug gegessen, geschlafen und geatmet haben. Dann kommt die nächste Stufe, das sind die sogenannten Individualbedürfnisse. Das ist Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, also der Wunsch nach einer mentalen, körperlichen Stärke, also Erfolg, Unabhängigkeit, Freiheit, Kraft, Stärke, Durchsetzung. Dann der Wunsch natürlich auch nach Ansehen, Prestige, Wertschätzung von außen, Achtung und so weiter. Und dann kommt der Punkt Selbstverwirklichung. Also das ist eine neue Unruhe, die dann, wenn diese Potenziale alle erfüllt sind, erwacht sozusagen. Also da will man seine Talente entfalten, seine Potenziale entdecken. Das ist ja so, wenn ich die Potenzialanalyse oder im Coaching bin, frage ich das ja auch alles ab. Die Kreativität entfalten, die Spiritualität entfalten und das ist dann der Punkt der Selbstverwirklichung. Und bei Julian waren ja eigentlich alle Punkte erfüllt. Und jetzt kam genau dieser Punkt der inneren Unruhe und der Unzufriedenheit hervor. Und er ist aus dem System ausgebrochen. Machen wir weiter bei den Stufen des Aufstiegs. Das ist etwas, was ich im spirituellen Coaching sehr oft verwende und eben in meinem Energiereich-Glücklich-System mache. Und das möchte ich jetzt mal kurz zeigen. Und da sind einfach Punkte dabei, die wir überwinden müssen in unserem Leben. Zum Beispiel eben den Punkt Scham. Den hat Julian angesprochen, indem er gesagt hat, mir war es unangenehm, nackt vor anderen Menschen zu sein. Das Thema Schuld wird uns immer aufgeladen. Jetzt natürlich, ich als Jude habe natürlich immer diese Schuldfrage mit uns rum. Trauer, Angst, Verlangen, Ärger. Und dann kommt vielleicht der Mut zur Neutralität. Und diesen Punkt, diese Ebene von Neutralität hier, diese grüne Ebene, die müssen wir erreichen, um überhaupt alles andere zu erreichen. Und eine Neutralität ist immer der Rückblick auf die Vergangenheit neutral zu haben. Nicht mehr zu sagen, hätte, also in irgendeinem Konjunktiv zu sprechen, ach, hätte ich das gemacht, wäre ich das geworden, hätten meine Eltern sich so verhalten, dann wäre das und das nicht passiert, sondern diesen Punkt Neutralität, der ist der allerschwerste. Ich habe daran 3 Jahre gearbeitet, an mir selber, um an diesen Neutralpunkt zu kommen, um zu sagen,
ich bin mit allem zufrieden, wie es gelaufen ist. Auch mit den Fehlern bin ich übereins, auch mit den Fehlern meiner Eltern, die die vielleicht gemacht haben, bin ich in einem neutralen, friedlichen, harmonischen Einklang. Und dadurch belastet mich diese Vergangenheit auch nicht mehr, weil wir machen alle Fehler. Also auch immer wieder neu. Und dann muss man sich das eben angucken und rückblickend dann natürlich aufarbeiten und sagen, okay, ich bin damit d'accord und einverstanden, dass ich auch diesen Fehler gemacht habe und ich begegne dem neutral. Denn dann kommt erst die Ebene von Bereitwilligkeit, Akzeptanz und Verstand und dann erst die Liebe. Erst wenn das alles erfüllt ist, kann die richtige, die wahre Liebe kommen. Und da auch die Selbstliebe ist da auch. Also wir können nicht erst mit sagen, wir lieben uns selber, ohne dass wir eine Neutralität haben. Das wird gar nicht funktionieren. Also so kann man das Rad gar nicht zum Fahren bringen. Ja? Also das ist schon eine Bremse, sondern da muss man Vorarbeit leisten für den Punkt auch Liebe, Schrägstrich Selbstliebe. Und dann komme ich in die Freude, in den Frieden und auch in die Erleuchtung, in das ultimative Bewusstsein. Und da kann bei dem einen oder anderen durchaus auch eine Ayahuasca-Zeremonie helfen. Irgendetwas, du wirst dein Mittel finden. Das kann über Meditation gehen. Und das kann über luzides Träumen gehen. Es gibt über Psychoanalyse. Es kann einfach durch ganz vieles können diese Punkte erreicht werden. Und jeder Mensch sucht sich da ja auch was anderes aus, wie er dahin kommt. Und er hat es jetzt halt so gemacht. Und das finde ich per se erstmal auch gar nicht verwerflich. Jetzt könnt ihr sagen, okay, das ist alles Scheißdreck hier, kontrahiert und ausgedehnt, egal, wie auch immer. Ich zeige euch noch eine Skala, mit der ich arbeite. Die ist von mir energiereich glücklich, ist dann mein System. Und ich zeige euch noch etwas. Und darüber könnt ihr nämlich auch gleich mal richtig gut nachdenken. Wie man einen Zustand erreicht und wie man vor allen Dingen seine Emotionen steuert, hängt dann wirklich davon ab, wie deine eigene Lebensqualität ist. Und er hat sich dazu entschlossen, losgelöst zu sein, losgelöst vom System, vielleicht auch von einem kapitalistischen System losgelöst zu sein, von seiner Firma, von dem, was ihn auch nicht mehr erfüllt und glücklich gemacht hat. Und da können wir mal ganz kurz auf die Skala, die Emotionsskala, mit der arbeite ich auch ungemein viel im Coaching, kurz mal drauf gucken. Denn ihr müsst euch das vorstellen, dass unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Emotionszustände sind wie eine Rutsche. Das heißt, wenn ich eine negative Emotion habe, Rache, Zorn, Zweifel, Enttäuschung, Überforderung, Unsicherheit, Schuld, Wertlosigkeit, dann fahre ich diese Rutsche runter und bin ganz unten und da habe ich kein ausgedehntes Bewusstsein, kein Glücksempfinden und auch keinen Nährboden, um wirklich in eine Zufriedenheit zu kommen. Dagegen bringen uns Gefühle wie Zuversicht, Optimismus, positive Erwartung, auch Glaube. Glaube an ein System, vielleicht auch in dem Falle der Glaube an die Hilfe einer psychedelischen Substanz, einer Gruppe, der sich da angeschlossen hat, wie auch immer. Aber Leidenschaft, Freude und Erkenntnis, das bewegt uns nach oben. Und das ist das, was wir transportieren können. Und dann ziehen wir auch ganz anderes an. Ist aber natürlich immer schwieriger, wieder von diesem Punkt unten die Treppe hochzugehen, dass ich wieder oben an dieser Rutsche bin und den Überblick habe und entscheiden kann, was mache ich jetzt? Tanze ich da oben und bin in der Freude und im Leben oder springe ich wieder runter, weil mich irgendetwas aufregt, ja? Und dieses emotionale Spiel oder Spiel der Emotionen ist ganz wichtig, dass wir uns das immer mal wieder auch vor Augen führen. Das ist jetzt mein Ansatz, mal hier einen anderen Blickwinkel auf hier seine und diese Situation zu werfen. Und es geht darum, für ihn losgelöst zu sein von vielen Zwängen und sich frei zu machen. Und ich glaube aber nicht, dass er sich aus einer Verantwortung heraus stehlen wird. Und wir werden bestimmt in den nächsten Tagen einiges dazu auch hören und vielleicht auch nochmal von Alina. Erstmal sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Und wenn ihr sagt, Maike, du hast voll den Schaden, dann schreibt es auch gerne rein. Bis dann, ciao.